Hey Leute, viele von euch haben mich gefragt, wie es ist, Ganztagslehrer zu sein bzw. Kursleiter. Ihr wisst, ich unterrichte an einer Gesamtschule. Ich gebe Kurse dort, Zeichenkurse, und ich mache das sehr, sehr gerne. Ich liebe diesen Job, der ist echt geil. Und ich glaube, die Kids spüren auch, dass ich diesen Job gerne mache. Ich mache das seit ungefähr 3 Jahren schon. Und ich muss schon sagen, selbst im ersten Jahr habe ich mehr Erfahrungen mitgenommen als in diesen 4 Jahren Studium, die ich gemacht habe. Leute, nichts lehrt einen Menschen besser als Praxis. Aristoteles hat schon mal gesagt, was du wissen musst, um es zu tun, lernst du, indem du es tust. Eine Devise, die wir uns als Künstler besonders gut merken sollten. Und ja, dieser Job ist geil. Ich habe viel gelernt, sehr, sehr viel. Das Lustige in der Uni ist, Leute, Menschen, die ihr Leben lang in der Uni verbracht haben, versuchen euch zu erklären, wie die Realität in der Schule aussieht, in meinem Lehramtsstudium. Und das klappt nicht, Leute. Versteht ihr? Man muss an vorderster Front sein, um zu verstehen, was da wirklich abgeht. Als ich mein Video gemacht habe über meine Reise im Studium, habe ich nie darüber gesprochen, wie unnötig diese pädagogischen Seminare waren, Leute. Ich hatte ja ein Hauptfach Kunst, Englisch und Pädagogik als Studienfach. Und Leute, diese Sachen, die ihr da in den Pädagogikvorlesungen bekommt, die sind cool und interessant und so weiter, aber komplett fern von der Realität. Das, was ihr da lernt, werdet ihr niemals anwenden in dem Moment, wo ihr vor der Klasse steht. Fakt. So. Und als ich da gestanden habe und das erste Mal vor den Schülern geredet habe, das war ein cooler Moment, Leute. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dort zeigt sich, wie man wirklich mit Kindern umgehen kann. Ich bin der Meinung, entweder man hat das oder man hat das nicht. Es gibt Leute, die sind top gebildet, tolle Ausbildung und so weiter. Aber in dem Moment, wo sie da vorne stehen, versagen sie oder brechen zusammen oder was weiß ich. Ich habe das von Natur aus gerne gemacht und ja. So, was habe ich denn da so gelernt? Leute. Je länger ich unterrichte, desto schneller wird mir klar, wie genial Kinder eigentlich sind. Kinder sind richtige Intelligenzbestien. Und gerade in den jungen Jahren merkt man das. Ich finde, je älter Kids werden, desto ähnlicher werden sie. Aber ganz am Anfang ist jeder noch so ein richtiges Individuum. Und ich finde, schon in den frühen Jahren zeigt sich die Rangliste der Zukunft. Man sieht, welche Kids welche Position später belegen werden oder welchen Rang sie in ihrer eigenen Gruppe später haben werden. Das fand ich sehr interessant. Und ich sage euch auch, warum ich die Kids so genial finde. Kinder verstehen es, die Schwächen eines Menschen rauszufinden in kürzester Zeit. Sie wissen, bei welchem Lehrer sie gechillt sein können, bei welchem Lehrer sie respektlos sein können, mit welchem Lehrer sie scherzen können. Und wenn sie eine Schwäche erkennen bei irgendeinem Lehrer, nutzen sie das aus. Wenn ein Lehrer zum Beispiel nicht konsequent ist, der muss sich auch was gefasst machen. Ja. Jedenfalls hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ich habe auch viel Inspiration dadurch bekommen für meine eigenen Werke, meine schriftstellerischen Werke und meine malerischen Werke. Kinder sind inspirierend, Leute. Ja, ich erinnere mich noch an eine Situation. Ich saß da so und habe so gemalt und die Kids fragen mich, Herr Harut, können wir zu Rewe gehen in der Mittagspause, um uns Essen zu kaufen? Und das ist eigentlich verboten, ne? Das dürfen die ja nicht. Und ich habe einfach so getan, als ob ich nichts gehört habe. Ich habe gesagt, ja, mach. Ich weiß von nichts, habe ich gesagt. Und ich höre so, wie die zwei dann im Hintergrund so reden und die sagen so, siehst du, ich habe doch gesagt, er erlaubt das. Und weißt du auch, warum er das erlaubt? Weil er früher genauso schlimm war wie wir. Jedenfalls habe ich mega viel mitgenommen auch. Vor allem, man denkt ja, Kids sind klein und man muss denen was beibringen. Aber oft ist das so, dass die Kinder selbst einem was beibringen. Ich weiß noch, als ich einmal in der 7. Klasse war und ich habe so für mich gemalt, während ich den Kids ihre Aufgaben gegeben habe. Ich habe für mich selbst gemalt und die Kids kommen so und schauen so vorbei. Und die sagen, ja gut, wieso machen Sie kein Instagram und kein TikTok und kein YouTube mit Ihren Bildern? Und ich habe sofort gesagt, Kids,
Ich habe nicht dieses Instagram-Gesicht. Ich habe nicht dieses Gesicht, was man vor der Kamera zeigt und so weiter. Und die Kids sagen gleich: Herr Haut, Sie haben das Instagram-Gesicht. Und ich habe mich mega gefreut. Wisst ihr, Kids sehen die Möglichkeiten, die man hat. Die sehen, was man gewinnen kann, nicht was man verlieren kann. Wir Erwachsenen haben eine schlechte Gewohnheit. Wir sehen zu oft die Möglichkeiten des Versagens. Wir sehen zu oft, dass wir uns vielleicht blamieren, uns zum Affen machen oder lächerlich. Aber Kids sehen nur, was man gewinnen kann. Und sie haben recht, man kann viel gewinnen, wenn man mutig ist und bereit ist, auf Ablehnung zu stoßen. Jedenfalls haben mich meine Kids ermutigt, TikTok und so weiter zu machen. Und ihr seht, das hat gut geklappt. Ich habe bald 2 Millionen Likes auf TikTok, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Nie in meinem Leben zuvor haben so viele Menschen meine Videos gesehen. Und in der Tat habe ich wirklich meine ersten Aufträge nur bekommen, weil Menschen mich auf Instagram gesehen haben. Versteht ihr? Das heißt, wenn ich meine Bilder nicht gezeigt hätte, so wie es meine Schüler vorgeschlagen hätten, wer weiß, wo ich jetzt stehen würde. Ich wäre ein einsamer Künstler, der erst nach seinem Tod wahrscheinlich bekannt werden würde. Ja, was habe ich noch in der Schule erlebt? Ja, manchmal muss ich auch hart durchgreifen, Leute. Manchmal muss ich streng sein. Ich erinnere mich noch einmal, habe ich meine Artbooks mit in die Schule genommen, um das den Kids zu zeigen, ne? Und als ich gesehen habe, wie geringschätzig manche mit diesen Artbooks, die mir so viel bedeuten, umgegangen sind, boah, dabei stinkt es aber, Leute. Einmal habe ich gesehen, dass ein Artbook einfach auf dem Boden lag nach dem Unterricht. Hey Leute, ihr hättet mich nicht sehen wollen. Ich war richtig wütend. Ich war richtig wütend. Oder ich habe auch einmal gesehen, dass Kids mit meinen Artbooks hin und her, die haben die Artbooks hin und her geworfen und so weiter. Ich dachte, ich platz gleich. Und in solchen Momenten muss man auch sehr, sehr streng sein. Ich war stinksauer. Ich habe mit der Hand richtig toll auf den Tisch geklopft. Ich war auch sehr laut, Leute. Aber ich bin immer nur laut, wenn es sein muss. Ich bin ein fairer Lehrer, kann man sagen. Ja. Und manchmal, wenn wir schon alle Aufgaben bewerkstelligt haben, wenn wir schon durch sind mit allem, wenn wir vor dem Ende des Halbjahres unsere Aufgaben alle fertig gemacht haben, dann gebe ich den Kids auch gerne Süßigkeiten aus. Oder einmal hatten wir Zeit und dann sind wir Basketball spielen gegangen in der Turnhalle. Dann habe ich Basketball mit den Kids gespielt. Ja, macht schon Spaß. Der Job ist cool. Ja. Und ich freue mich auch immer, wenn Kids zu mir kommen und mir sagen: Ja, guck mal, ich habe das für dich gemalt. Guck dir das doch mal an und so weiter. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich Kids irgendwas mitgeben kann. Und manche Kids sind auch so, die schöpfen Vertrauen nach einer gewissen Zeit. Zum Beispiel gibt es Menschen, die irgendwas erlebt haben, was sie vielleicht traumatisiert hat. Und sie kommen und teilen das mit dir, weil sie dir vertrauen. Das finde ich am schönsten. Wenn sie dich nicht nur als Lehrer schätzen, sondern auch als eine Vertrauensperson. Ich glaube, da zeigt sich wirklich die Größe eines Lehrers oder eines Kursleiters. Ja. Darüber freue ich mich immer. Es gab so eine Zeit, da wollte ich diesen Job zurücklegen beziehungsweise abbrechen, weil ich mich anderen Themengebieten in meinem Leben widmen wollte. Ich wollte mich zum Beispiel nur komplett der Kunst widmen. Hätte ich vielleicht auch machen können, aber ich finde, dass die Balance so ist ganz gut. Und ein Kind hat mir dann so einen Brief zugesteckt. Da standen sehr, sehr süße Sachen drin. Sie hat gesagt: Wenn Sie gehen, dann gehe ich auch und so. Oder sie sagte auch: Das war so ein Brief, Leute. Sie hat gesagt, 5 Punkte, warum Sie nicht gehen dürfen. Einer davon war: Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Ein anderer war: Wenn Sie gehen, wer wird mir denn Mut machen? Wer wird mich denn motivieren? Wer wird mir sagen, dass ich selbstbewusst sein muss? Und ja, ich habe mich oft bemüht, den Kids nicht nur Zeichnen beizubringen, sondern ihnen auch ein Selbstbewusstsein zu vermitteln. Das ist viel wichtiger. Ich finde, es ist wichtiger, selbstbewusst zu sein, als gut zeichnen zu können. Oder manchmal merke ich auch zum Beispiel, dass die Kids Bildungslücken haben. Und ich finde das dann angemessen, wenn ich denen zum Beispiel so einen Exkurs anbiete, wo ich nicht nur über das Zeichnen rede, sondern wo ich ihnen zeige, was noch wichtig ist. Zum Beispiel hab ich gehört, wie so 2 Kids sich unterhalten haben. Die haben gesagt: Ja, ich möchte ein Superstar, ich möchte ein Model werden und so weiter. Ich möchte nach Los Angeles, nach Amerika und dies und das. Und dann habe ich die Kids gefragt:
Wisst ihr denn überhaupt, wo Amerika ist und wisst ihr, wo Los Angeles ist? Und sie wussten das nicht. Und dann habe ich versucht, den Unterricht zu kombinieren mit Kunst, indem ich gesagt habe, okay, ich zeichne jetzt eine Weltkarte. Ich bin gut in Geografie, Leute. Geografie ist eine meiner Stärken, deshalb konnte ich das. Und dann habe ich eine Weltkarte gezeichnet und ich habe gesagt, ja, wo ist denn jetzt hier Amerika, wo ist Europa, wo ist Russland und so weiter. Und ja, dann habe ich denen halt beigebracht, wie Erdkunde ein bisschen ist. Jeder sollte doch wissen, wo Amerika ist oder wo Europa ist, oder? Ja, so läuft das dann. Da macht man kleine Exkurse. Ja, macht schon Spaß, Leute. Ich bereue das nicht.